Jetzt ist das ab einer Inzidenz von größer 35 in Zukunft 3G gelten wird. Das heißt, für Geimpfte und Genesene ändert sich nichts. Diejenigen, die noch nicht eine Impfung, eine Immunisierung durchführen konnten oder wollten, werden bei einer Inzidenz größer 35 dann per Test nachzuweisen haben, dass sie niemand anderen gefährden. Wenn Sie beispielsweise einen Besuch in einem Altenheim machen, aber auch wenn Sie in die Innengastronomie gehen, zum Sport in den Innenbereich gehen. Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und bayerische Schülerinnen und Schüler. Diese werden im Schulbetrieb dauerhaft getestet. Für Bayern sind diese Regeln jedoch noch nicht klar definiert. Wir Freien Wähler könnten uns vorstellen, auch bei Inzidenzen über 50 einzig auf diese 3G-Regel abzustellen, weil die Inzidenzzahl mit zunehmender Durchimpfung an Aussagekraft verliert. Und da glauben wir Freien Wähler, dass 3G ein klares Muster wäre, das für jedermann verständlich ist und das dann auch entsprechend in der Umsetzung befolgt werden kann.